Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind schon dabei, die Nägel vorzubereiten, denn die Nägel sind jungfräulich. Die haben schon sehr lange keine Gelmodellage mehr gesehen. Und wir starten auch schon mit der Naturnagelvorbereitung. Ich entferne hier die Nagelhaut bzw. schiebe sie erstmal zurück. Dann wird der Nagel angeraut, die Nagelhaut entfernt, die unsichtbare und so weiter und so fort. Da lasse ich euch gerne zuschauen dabei, denn manchmal, ja, versteht man mich nicht, wenn ich solche Szenen dann rausschneide, weil ich der Meinung bin, sie sind für euch zu langweilig und deshalb lasse ich es heute mal so laufen, wie es ist. Bevor ich jetzt ans Feilen gehe, nehme ich den Fräserbit zur Hilfe und entferne die unsichtbare Nagelhaut, damit auch dann das Gel schön haften kann und sich keine Liftings bilden. Ich habe einen lieben Tipp bekommen, der da heißt, bevor du den Nagel feilst, anmattierst, entferne zuerst die unsichtbare Nagelhaut, denn durch den feinen Fräser entfernt man sich sozusagen die vorgefeilten, ja, die Anrauung vom Nägel, die vorgefeilten Rillen, damit das Gel dann schön haften kann. Deshalb versuche ich das jetzt so umzusetzen, vor dem Feilen die Nagelhaut entfernen. Und bei diesem Diamantbit geht das auch ganz einfach. Und jetzt wird der Nagel, sprich die Nagelplatte, befeilt, angeraut. Ich benutze hier eine 180 Grit Wechselfeile, damit komme ich gut klar. Man übt also gar keinen Druck aus, man macht das alles sehr, sehr vorsichtig, damit man sich die Nagelplatte nicht verletzt. Da wir eine komplette Neumodellage machen, probiere ich jetzt als allererstes mal die Tipps. Ich benutze hier die No-File-Tipps in kurz, denn die Nägel sollen nicht allzu lang werden, sie sollen trotzdem verlängert werden und sie sollen auch weiterhin in einer rechteckigen Form bleiben und da eignen sich diese Tipps besonders gut. Ich passe hier die Tipps zuallererst mal an, probiere
welcher Tipp auf welchen Nagel am besten passt, dass die Seitenlinien schön ineinander überfließen sozusagen, dass der Tipp weder zu groß noch zu klein ist. Denn zu klein ist nicht gut und bei zu groß läuft dann das Gel in die Ränder, das verursacht wieder Liftings. Und das wollen wir ja nicht. Deshalb wird alles ordnungsgemäß angepasst und dann wird auch schon der Tipp auf die Nägel geklebt. Hier haben wir zum Beispiel den Fall, dass der Daumennagel etwas zu groß ist und ich mir den dann an die Seiten etwas zurechtfeile. Hier nochmal zum Schluss geschaut, ob es auch wirklich der richtige ist. Jetzt wird der Tipp auch schon geklebt. Ich setze ihn mir am freien Nagelende an und kippe ihn dann nach hinten ab. So kann ich dann die Luft, wenn Luftblasen entstehen, schön langsam rausdrücken. Nachdem dann der Tippkleber gut getrocknet ist und die Nägel fest auf dem Naturnagel sitzen, habe ich die Länge schon mal mit dem Tippcutter gekürzt. Und jetzt kommt die Feile zum Einsatz. Ich schaue immer wieder nach der Länge, damit wir ein schönes, gleiches Ergebnis haben. An den Seiten hat sich ein bisschen Tippkleber unterm Nagel gesammelt. Da habe ich jetzt ganz vorsichtig mal die Haut ein bisschen runtergedrückt, sodass sich der Tippkleber von der Haut löst. Jetzt wird der Nagel in Form und Länge zurechtgefeilt. Wie gesagt, der Wunsch war hier einfach richtig eckige Nägel. Ich habe dann meinem Gegenüber erklärt, dass das ja nicht wirklich gut aussehen, wenn die so wirklich komplett eckig sind, weil dann die Nägel vorne viel, viel breiter wirken, als was sie im Endeffekt sind. Und ja, ich habe dann die Seiten etwas konisch nach vorn gefeilt, sodass es nicht ganz so breit ist. Da ich diese Nägel noch nicht kenne, habe ich zuerst einen Dehydrator aufgetragen im Bereich des Naturnagels. Und jetzt verwende ich ein Grundiergel. Wie gesagt, ich kenne die Beschaffenheit noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob es hier irgendwelche Haftungsschwierigkeiten gibt. Deshalb machen wir erstmal so wenig wie möglich an Chemie. Das Grundiergel wird schön einmassiert in den Nagel. Nachdem das Ganze dann fertig ist, kommt auch schon mein Make-up-Gel. Damit gestalte ich mir einen leichten Aufbau, da die Nägel nicht ganz so dünn sind. Und kaschiere mir so ein bisschen das Nagelbett, denn die Nägel bekommen heute eine weiße French. Das Ganze ist dann soweit ausgehärtet und kann jetzt befeilt werden, denn der Aufbau muss befeilt werden, da der ja
einfach wichtig ist, um die Stabilität und die Sicherheit zu gewährleisten. Kommen wir auch schon zum Farbauftrag. Es wird, wie gesagt, eine weiße French. Die Nägel sollen so gut wie es geht eckig sein. Die French soll ein bisschen breiter als normal sein. Dem habe ich entsprochen. Und jetzt trage ich mir das weiße Farbgel auf. Ich benutze hier einen dünnen Pinsel. Denn mein momentan favorisiertes Weiß ist in einer Pinselflasche und da kann ich mit dem Pinsel nicht wirklich eine gute Smile-Line ziehen. Deshalb habe ich mir das weiße Farbgel auf eine Trägerfolie von einer Schablone gemacht und kann jetzt mit meinem dünnen Pinsel das Weiß schön einarbeiten und eventuelle Unebenheiten oder Huckler. Da nehme ich einfach einen flachen, sauberen Pinsel, in eckigen, der nicht zu wuchtig und zu bauschig ist, und fahre dann an der Smile entlang und kann die so dann begradigen. Jetzt starten wir auch schon mit dem Design. Ihr seht, ich benutze meinen neuen Nail Art Pinsel, also wirklich extrem fein. Ich weiß noch nicht, ob ich es euch verrate, was da hier gewünscht war. Ich lasse euch einfach mal ein Weilchen zugucken. Vielleicht kommt er ja mittlerweile selber drauf. Es war auf alle Fälle für mich das erste Mal, dass ich so ein Ding, ich bezeichne das jetzt mal als Ding, gezeichnet bzw. auf die Nägel gebracht habe. Aber mein Gegenüber ist aktiv tätig in einem Spiel, und dazu braucht man gewisse Teile, wo man gewisse Figürchen aufbewahrt und mit sich rumträgt, und genau das wird das nämlich jetzt. Ich habe da ein ganz normales Rot zur Hilfe genommen, habe damit den oberen Teil, also die obere Hälfte gezeichnet und dann wieder begradigt mit meinem Pinsel. Jetzt kommt auch schon der zweite Teil und ich denke, spätestens jetzt werdet ihr wissen, was es wird. Ein Pokéball. Genau. Das war der Wunsch. Ich habe mir da auf Google den passenden rausgesucht und ihn natürlich so naturgetreu, wie es nur möglich war, auf dem kleinen Finger einfach nachgezeichnet. Ja, meine Lieben, das machen wir jetzt. Ich lasse euch da einfach zugucken und quassel euch nicht mehr so die Ohren voll. Ich hätte euch natürlich schon viel, viel eher nah ranholen können, habe ich aber völlig verschwitzt. Hier machen wir gerade noch die Umrisse von diesem Pokéball und da benutze ich auch ein ganz normales
Painting Gel, meinen extra feinen dünnen Pinsel. Und so vervollständigen wir das. Ich finde das sehr schön zu sehen, dass das Weiß etwas unterschiedlich ist, das was wir auf der French haben. Ja, meine Lieben, und das ist es auch schon, das Endergebnis. Wir haben ausgehärtet, versiegelt und tada, nun seht ihr es. Und das, meine Lieben, war es auch schon wieder zu diesem Video. Ich sage danke fürs Zuschauen, bye bye, eure Katrin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.